Hau ab wie du. Akbitubu. Hallo? Hallo? Hey. Ruhe. Hallo? Funktioniert hier alles? Hallo? Tag. Hi. Wie geht's? Hallo? Boah, ich hoffe so sehr, dass die Kiste funktioniert heute, Alter. Warum nur 360p? Stimmt ja gar nicht. 720. Ich hab PlayStation 3 ausgekramt, Junge. Jetzt gibt's richtig feines RP. Hi, ich hab euch vermisst. Krautiger Krautsalat, wieso bekomme ich jetzt Werbung? Weil das schon immer so bei Twitch ist. Oder mittlerweile wieder. Boah, warum fragen das eigentlich so viele? 0:00 Werbung vom Stream aktiviert. Ich mach das nicht. Das ist Twitch. Hi. Hi. Hallo Stream Elements. Ich freue mich, dass du so sehr hier rein spammst und chattest. Man merkt, dass du dich freust. Dankeschön, Stream Elements. Ich liebe dich. Endlich wieder. Ja. Gezwungenermaßen mit der alten Kiste, mit dem alten Computer, Mann. Ich musste über Berge steigen und alles, um wieder die Teile zu besorgen. Weil ich die nicht hier hatte. Und ich habe alles so selbst zusammengebaut. Ohne dass was kaputt gegangen ist, glaube ich. Hoffe ich. Aber sieht gut aus. Brennt nicht. LOL hatte bei State zum Beispiel nie, aber danke für die Antwort. Es kann sein, ich habe irgendwo gelesen, dass wenn der Streamer selber Werbung schaltet, so 5 Minuten oder so, dass das nicht kommt. Dass man dann nicht diese Dinge unterbrechen bekommt. Aber ich kann mich auch irren. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich müsste mal in meinen Vertrag reingucken. Aber muss ich sowieso am Morgen. Ich glaube morgen oder übermorgen. Wenn ich zur Steuerberaterin gehe, da habe ich den Vertrag bei. Dann gucke ich da nochmal drüber. Da ist nämlich festgelegt, wie viel Werbung und so geschaltet wird. Diese 720p-Auflösung, Schmutz. Ja, Bruder, was soll ich machen, Alter? Stich hier in mein Herz. Ich kann da nichts gegen tun. Ihr hättet meine Fresse sehen müssen, als ich den alten Computer NASA 2.0 angemacht habe. Beziehungsweise versucht habe, den anzumachen und der wieder nicht angesprungen ist. Ich habe mich direkt ins Bett gelegt, Alter. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich habe auf... Boah, ich darf da nicht dran denken, ne? Ich habe den immer... Ach, egal, boah, Junge, Alter. Sound gleich Bild. Anfang des Streams ist doch Werbung voll okay. Ich, Junge, mehr als depressiv. Ehrlich jetzt. Kein Witz. Vor allem war ich voll verzweifelt und wusste nicht, was ich in dem Moment machen soll, ne? Ich habe einfach nur dran gedacht, wieder, boah, wieder zurückschicken, wieder warten, wieder das, wieder dies, bla, bliblub. Dann habe ich mit dem Schattenbund geschrieben gehabt. Und der meinte, ey, Count-M-Computer hast du bei dir irgendwo in Duisburg bestimmt. Guck mal. Bring den da hin. Dann haben wir sogar geguckt nach Teile, die da haben und die ich dann verbauen könnte. Und dann dachte ich mir, weißt du was, Arschlecken. Ich bring den jetzt dahin, ich lasse den prüfen und dann kaufe ich da irgendwelche Teile. Dann hat meine Schwester den da hingefahren und so. Dann wurde der überprüft. Dann sagen die mir, okay, Mainboard ist wieder kaputt. Ich sag so, ja cool, ist egal, was könnt ihr einbauen? Habt da irgendwas da? Nö, wir haben nichts da. Junge, die hatten nichts da. Dann sag ich, ja, wie lange dauert das denn? Müsst ihr ja selber bestellen und so. Ja, 1 bis 2 Wochen. Ich sag, weißt du was, Alter, leck mich an am Arsch. Dann hab ich das Ding wieder in der Mindfactory zurückgeschickt. Ja, irgendwie macht das. 2020 macht mein Auge bei mir, Alter. Dann lasse ich Montag bei Mindfactory anrufen, haben gesagt, die melden sich. Dann haben die irgendwann abends 19 Uhr angerufen. Da war ich aber leider am Essen. Hab ich nicht mitbekommen. Nächsten Tag wieder da angerufen. Gefragt, was ist los? Ja, der Techniker oder der Arbeiter, der Typ, der an meinem Computer rumbastelt, war krank. Deshalb dauert das so lange. Ich hab den gefragt, ob der mich verarschen will, ne? Und die wissen davon. Die wissen, dass ich ist jetzt kein Druckmittel oder so. Oder dass man bevorzugt behandelt werden soll oder whatever. Aber ich hab da...
Da wurde mit jemandem gesprochen, da war, weiß ich, eine PR-Abteilung oder so eine Kacke, irgendwie sowas. Und die wissen von der Lage so, dass ich stream, ne? Und nicht gerade wenig, sagen wir mal. Ja, anscheinend haben die nur einen Alpha. Die wissen, dass ich streame und dass ganz viele Leute warten da drauf und dass das voll die Notsituation ist. Und da wird gesagt, ja, das kriegen wir schon hin und blablabla, geh nix, Junge, geh nix. Ende der Woche wollen die den fertig haben. Apropos, ich wollte mal gucken. Weil eigentlich stand immer auf der Seite, was gerade gemacht wird. Steht auch nicht. Sonneblume! Dankeschön. Moment, lass mich mal gucken. Nö. Ah, doch jetzt. Ah! 16. Jetzt, heute haben die es eingetragen. Details. Komplettsystem Austausch Reparatur. Oh ne, warte mal, der ist versandt. Der wurde versendet heute. Also krieg ich den, was ist denn heute? Mittwoch. Also krieg ich den Freitag oder nächste Woche Montag wieder. Der wurde versendet. Komplettsystemaustausch. Ich glaube, die haben diesmal alles ausgetauscht. Hoffentlich, Alter. Will ich den. Alter, ohne Witz, Junge. Und dann schimmel ich hier im Bett mit einem Vario-Laptop von meiner Schwester von 1756, wo ich 15 Minuten lang warten muss, damit ich Twitch öffnen kann, ne? Damit ich ein bisschen Dexus gucken kann, weil mir so langweilig war, Alter. Boah, halt. Junge, Alter. Junge. Bin fast der Handygame-Sucht verfallen, Alter. Da habe ich mich auch gefragt, was mit mir los ist, Junge. Ohne Witz. Das ist anstrengend. Einfach nur anstrengend. Hättest du einfach einen Laptop gefragt. Ja, ich weiß ja, dass ich bei dir einen holen hätte können dafür. Aber ich habe halt dann die Teile zusammen geschustert hier. Naja, ja, klar zock ich noch Raid, aber ich zock auch Summoners Wars oder wie das heißt. Alter, das ist auch voll geil, Junge. Ich konnte nichts anderes machen, Mann, Alter, ohne Witz. Ich musste irgendwas finden. Irgendwas musste ich finden. Und dann alles zusammengeschustert hier wieder. Und dann lief. Spielst du eigentlich den neuen Heist von GTA Online? Nö, kein Bock auf GTA Online. Ich habe gestern bei Leon im Discord zugeguckt, der hat sich die Insel angeguckt und so. Ist der Grind also ein SW da? Ja, na klar, Bruder. Hättest du von Handy streamen sollen, Raid Shadow Legends? Eh nicht, Junge. Ich bin einfach nur verzweifelt. Ich kann das alles gar nicht wiedergeben, wie verzweifelt ich war und immer nur bin. Behältst du ihn jetzt als Notfallrechner? Ja, der bleibt jetzt so. Was macht ihr jetzt im Park? Der Termin mit dem Waffenhändler? Der Typ war gar nicht da. Also ich hatte vorgestern Gespräch auf Unity mit Dexus und so wegen ein paar Sachen, weil ich bin ja Advisor da mit Holik zusammen. Der Typ, der den Waffenhändler spielt, ist halt ein erwachsener Mann, der hat vor kurzem geheiratet, der hat gar keine Zeit mehr dafür. Deshalb sind Holik und ich jetzt die Waffenhändler mit einem Adventure. Wir machen das jetzt. What's cracking? Weil ganz viele RPler warten auf dem Server und warten auf den Typ. Aber ich kann ja nicht mit mir selber RPen. Dann, ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Keine Ahnung. Ich bin komplett, keine Ahnung, Alter. Streamst du das, wäre mies spannend, weiß ich nicht. Können wir machen. Muss ich halt Holik fragen, ob der Bock darauf hat. Was macht man eigentlich als Advisor? V-Ak Bitubu. Das ist wie so eine Art Beratung, würde ich das nennen. Denke ich, vermute ich. Wenn die mit irgendwas nicht weiterkommen, dass wir vielleicht irgendwas haben, worauf die zurückgreifen können. Ja, Berater so. Darfst du den Adventure streamen? Klar kann ich den streamen. Ich weiß nur nicht, ob Holik darauf Bock hat, weil ich das mit dem zusammen machen werde. Ich habe mir auch noch nichts überlegt, was für ein Charakter das sein wird. Auf jeden Fall irgendwas mit Stimmenverzerrer, damit ich ein bisschen männlicher klinge. Und weiß ich noch nicht, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ist alles sehr kurzfristig momentan. Aber Angus, nee, warte mal, PC haben wir abgehakt, ne? Wurde versendet, habe ich gerade gesehen. Mutterdotter, okay. Herzlich willkommen zurück, falls ihr bist. PC hat mein Leben gefickt die letzten Wochen. Und ich schwöre bei Gott, sollte das nochmal passieren. Das sieht jetzt aus, als hätten die alle Teile ausgetauscht, weil die selbst keinen Bock mehr drauf haben. Aber wenn das noch einmal passiert, dann schicke ich das Ding zurück und bestell sofort einen neuen. Mir scheißegal, Alter. Das mache ich nicht nochmal mit. Mach eine Frau, retzt halt die Klippe. Naja, Big P will ich mir aufhalten für so rumrennen und Scheiß machen, RP. Ich glaube, ich mache so eine Art Cody Burm halt mit normaler Stimme.
Du klingst doch so auch sehr männlich. Ich finde nicht. Pau-ak-bitubu. Gleich bei Schattenbund bestellen, ja. Irgendwo direkt. Das mache ich nicht nur mal mit, Alter. Ich schwöre bei Gott. So ein ekelhaftes Gefühl, so viel Geld auszugeben und dann funktioniert das nicht. Ich habe selbst einen Elektroniker kommen lassen, ne? Also ich habe selbst eine Firma bestellt, die hier hinkommt, weil ich so paranoid war, dass ich dachte, okay, da liegt vielleicht an der Steckdose oder so ein Kack. Weil im Leben hatte ich das noch nicht, dass mir irgendwelche Teile kaputt gegangen sind vom Computer. Ich hatte noch nie eine defekte Grafikkarte oder so. Noch nie. Und ich war so paranoid, dass ich der Fehler bin, oder beziehungsweise der Raum hier, dass ich einen Elektriker habe kommen lassen, der hier die Leitungen und alles überprüft hat und die Steckdosen und so. Alles ist aber gut. Um euch Kurt seine Handysucht mal nahe zu bringen, innerhalb von 9 Tagen hat er den SW-Level 30 erreicht. Sucht die. Ohne 1 Cent auszugeben, Bruder, ne? Aber bei SW muss er auch nicht reincashen. Ich bin bei Raid jetzt gerade so an dem Punkt, wo der Progress sehr, sehr langsam ist. Wo man den einen oder anderen Euro reinwerfen könnte, damit es schneller weitergeht. Damit man diese Blockade dadurch bricht, mache ich aber nicht. Ich sammle jetzt einfach da Energie jeden Tag und diese Diamanten und so und dann breche ich da selber durch. Mit Zeit halt. Was sagt ihr denn zu dem neuen Emote? Guck mal, wir haben The Permis, den hier. Den finde ich sexy. V-Ak-Bitubu. Dann neuen Zip-Emote. Der andere hat einfach nicht gepasst zum Gesamtbild. Und eigentlich war Dat und Grumpy nun ein Test, weil ich gucken wollte, ob der Grafiker das überhaupt wieder hinkriegt, den Affe so zu machen. Ich finde diesen Keikushi auch so geil, ne? Muss man sagen, ist ein bisschen an den Panda auch angelehnt, weil der ist, glaube ich, der Urgroßvater von diesem Zip-Ding. Daher kenne ich den. Aber keiner erfindet das Rad halt neu, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir einmal, guck mal, wir haben Grumpy, den alten Emote. Boah, ihr spammt zu viel. Moment. Guck mal. Wir haben einmal Grumpy, den von 2017 und einmal den ganz neuen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde den neuen besser. Viele werden jetzt sagen, okay, wegen dem grünen Hemd und so, aber die Growth-Zeiten sind vorbei. Wir können da einen OG-Emote lassen. Oder beziehungsweise eins neu machen mit einem grünen Hemd. Aber ich finde den zweiten um einiges besser. Pau-Ak-Bitubu. Der Zip einfach King, wirklich. Ja, die Mila spammt genau die ganze Zeit im WhatsApp rum. Das mit dem Trinken da, mit dem Päckchen ist wieder was für die Mädels. Die Frostalia hat den auch gefeiert. Aber Grove, schöne Erinnerung, ja. Wir machen ja nicht alles weg, wir können ja auch einen OG machen. Mit dem grünen Hemd oder so. Aber ich möchte trotzdem für das Gesamtbild alles überarbeiten. Und da können wir echt mal neue Ideen auch sammeln. Ich weiß nicht, guck mal, zum Beispiel Keikush Cat und so. Ich benutze das Wort, die kleinen Katzen, nicht mehr. Auch nicht im RP. Was geht ab, Tyrese? Pau-Ak-Bitubu. Da müssen wir uns echt was ausdenken, Mann. Wenn ich allein schon Keikush Kiss angucke, ne? Wenn ihr Dark Mode bei Twitch habt. Diese Pixelfehler um das Emote herum. Diese weißen Pixelfehler. Da trigger ich komplett durch. Du bist meine Katze und du bist mein Baby-Bohemchen. Pisser finde ich überhaupt gar nicht gut, Weezy. Ich würde den am liebsten löschen oder neu machen. Mit einer neuen Idee. Aber benutze ich halt auch nicht mehr MP. Ja klar mache ich neu, Dennis, aber ich will euch damit einbinden. Ich will halt jedem, also du kannst halt nie so machen, dass jedem alles gefällt, aber ihr sollt halt auch mitentscheiden, was man machen könnte. Und jetzt kommt mir nicht wieder mit Ropen, Alter. Tag, Redney. Übrigens, hallo an alle. Guten Abend. Und Dankeschön für die Resubs und den ganzen Subs. Ich kann halt nicht alles vorlesen, Alter. Dass der Danny switcht gleich runter, wenn er Bock drauf hat. Habt. Pisser brauchen wir, aber... Aber das... Okay, man kann das Emote ja so vom Namen her behalten, aber das Emote kurzt mich halt an. Das Emote sieht einfach nur Schmutz aus. Viel zu klein. Weiß nicht. Außerdem benutzt keiner Pisser, das stimmt auch. Das ist jetzt von einem Emote für deine Katze... Die kommt ja auch nicht mehr so auf. Wo sind die eigentlich? Das ist das beste Emote. Duplo, genau. Jetzt, wo Dings das schickt. Der Wova.
Ihr müsst euch vorstellen, ich hänge hier, Computer kaputt, Vario-Laptop von 1756. Dann kriege ich E-Mail, wo Duplo gelöscht, das Emote. Wegen dem Finger. Wegen obszöne Geste. V-Ak-Bitubu. Musste ich neu machen. Ist jetzt ein Schokoriegel drin, anstatt ein Finger. Ist jetzt eine Schokobanane. Ich finde die gut. Nach drei Jahren wird der Emote gelöscht. Nach 3 Jahren. Obwohl das auch ein Zeigefinger sein könnte, ne? Das ist unfassbar. Dann habe ich halt Scrumpy jetzt Test gemacht und dann habe ich den Zip-Emote gemacht. Gib Keiko Stenz. Aber Oma, wir haben nie solche Momente im Stream. Oder? Ja, der ist alt. Die alle anderen sind alt. Ja, einen Dodge-Emote, das stimmt. Aber was willst du bei einem Dodge-Emote machen? Dankeschön für die Resubs und Subs. Und giftet auch. Einen Dodgeball, aber das Tankanzeige. Ja, Tankanzeige ist nicht schlecht, ne? Die so auf Null ist. Ich bin für einen Pizza.de-Emote. Du bist ein Troll, Junge, mehr nicht. Wenn es in eine Cringe-Pommes geht. Keiko Stenz. Aber wir haben noch ein geiles Cringe-Emote. Das ist so hässlich, ne, Alter. Aber irgendwie feiere ich das. Ich weiß auch nicht. Das hat der Fetcher, glaube ich, damals gemacht. Das ist halt so dumm. Oder das Dodge-Symbol. Das ist halt so ein dummes Emote, Alter. Motorkontrollleuchte, eine rote für Dodge. Wie ist denn das Dodge-Logo? Ich weiß das gar nicht. Dodge-Logo ist so ein Steinbock, Alter. Nee, dann hörst du beim Dememo da wieder rum. Weil der wieder geil wird oder so. Das können wir nicht machen. Das ist eine Ziege oder so ein Scheiß auf dem Logo. Raid Shadow Legends Emote, wenn du drauf drückst, installiert ist die App. Hau ab. Nachtschicht-Emote. Ja, so ein Mond, ne? Und davor so eine Wolke. Aber ich bin ja gar nicht bei der Nachtschicht dabei. Sag mal, spielt der Lied eigentlich die ganze Zeit, ne? Einfach ein Dodge als Auto. Boah, ich weiß nicht, ob das von der Größe her passt, ne? So ein Auto mit so einem Affenkopf drauf, so? Als wäre der Fahrer? Muss ich mal gucken, ob das passt. Muss ich mal nachfragen. Vielleicht lasse ich mir einen Entwurf machen. Ach, ich lasse das einfach machen und wenn das scheiße aussieht, dann nehmen wir das nicht. Scheiß drauf. Oder ein Affe mit Lenkrad, stimmt. Mit schlafenden Augen so. Affe mit Lenkrad, Alter. Oha, Verti, beste Mann. Warte, das muss ich mir merken. Schreib das im Discord, ich schreib dem Max das. Affe mit Lenkrad. Ja, genau so was, Alter. Genau so eins. Ein Affe mit Lenkrad, Alter. Das ist eine gute Idee. Was sollen wir denn dafür rausnehmen für das Dodge Emote? Also ich bin für die Katze. Eigentlich bin ich für Pisser. Katze kann weg, Pisser kann weg. Boah, Pisser muss weg. Ich lass Pisser neu machen. Die Arme sind auch nicht mehr, Mann. Die Arme sind so 2017, weil der Rüdi damals hatte, der E-Guy. Der hatte auch so Arme. Nee, Lucky. Baby kann nicht weg, da bringt meine Schwester mich um mit Frosty und so. Baby kann nicht weg. Ich habe immer Backups, Alpha, von allen Emotes.
Die werde ich dann auch auf Dings hochladen. Better to TV. Die Arme benutzt halt keiner, Mann. Engel, Katze und Baby, einfach alle das gleiche Emote, das verstehe ich nicht. Hallo Ben und guten Abend. Die Arme müssen auch weg, weil die kann man aber neu machen. Es geht nur um die Idee dahinter. Max, es gibt doch so eine Liste, ne, welche Emotes am meisten benutzt werden, oder? Gib bitte nicht so eine Statistik. Weezy, wir benutzen hier keine Wörter, die bei Twitch gebannt sind, ne? Das Kachi-Mode kann auch weg. Das, boah, ist so schwer, ne? Naja, what the fuck, benutzen eigentlich auch keiner. Benutzt wirklich keiner. Das Gehirn-Mode würde ich drin lassen. Weil das ist so richtig universell. Universal. Wenn mal was wirklich Dummes passiert, so. Oder ich wieder irgendeine Dummheit mache. Oder wieder nicht zuhöre oder so ein Scheiß. Das bleibt I5Q. Weil die Taktik benutzen wir heute sogar noch. Das hat sich einer tätowiert, das stimmt. Warte, gucken wir nochmal. Keiko Schmüde bleibt auf jeden Fall. Den kann man aber überarbeiten, beziehungsweise nochmal neu machen lassen, wie Grumpy. Der kann auch das grüne Hemd anlassen, ist egal. What the fuck benutzt keiner RIP, benutzt keiner LUL. Ab und zu mal, sieht aber irgendwie scheiße aus. Shame kann bleiben, das ist gut. Baby bleibt. I5Q, ich finde Hype, ne? Absolut hässlich, Alter. Kann man neu machen. Eule bleibt auf jeden Fall, wegen Hutut. Kiss bleibt auch, Kekush Kiss. Wird aber auch neu gemacht. Kekush Cry bleibt auch. Katze kann weg, die Arme kann weg. Grumpy ist neu. Rage kann auch bleiben, muss aber neu gemacht werden. Also aufgefrischt werden. Warum zum Teufel hatte ich nochmal Angel? Gab es da einen Sinn hinter Kekush Angel? Ach so, ich habe nichts gemacht. Stimmt. Ich habe immer gesagt, dass ich nichts gemacht habe. Eigentlich kann das auch weg. Keiko Schlorf bleibt, wird aber aufgefrischt. Keiko ist cool, weiß ich nicht. Könnte aber auch bleiben. Ja, die Eule bleibt auf jeden Fall, aber wie gesagt, die wird halt aufgefrischt, ne? Die Modes. Wie Grumpy hier halt. Ja, Kiss bleibt auch, wird halt nur nochmal neu gezeichnet. Mach den 20 Mal dann perfekt. Der ist halt mega süß, Mann. So, wir haben jetzt eine neue Emote-Idee und das ist ein Affe mit einem Lenkrad. Für Dodge. Noch irgendwelche Wünsche oder Ideen? Meinetwegen können wir auch einen Rope-Emote machen, nämlich einen Affe, der eine Raupe in der Hand hat, Alter, und die frisst oder so. Die neuen sind auch viel cleaner. Affe in der Badewanne als Ersatz für PP. Ich habe eher dran gedacht, für einen PP-Emote, einen Affe, der so spuckt, gelbe Spucke. Boah, einen Affe mit Zauberhüt für Hogwarts. Ganz ehrlich, finde ich so gut, schreibe ich mir auf, Alter. Für Hogwarts, Alter? Doch. Affe mit Zauberhut. Und Zauberstab. Hogwarts! Ich erkenne den Kekush-See nicht wirklich. Was ist das? Auf was guckst du denn den Stream? Bist du auf dem Handy? Fraggle-Emote? Ne, Fraggle ist eher das für Dings. Außerdem hat Johnny eins. Ein Text-Emote. Da benutzt auch er den Johnny. Schau DC, wo. Also. Ach hier, Tracking, dankeschön. Please no Virus. So. Kekush Love wird am meisten benutzt mit über 500.000. Dann Kekush Hype.
Lul müssen wir nicht dazu ziehen. Hype machen wir auf jeden Fall neu. Keiko Schutt, ist klar. Duplo, Hukulu, Lul. Boah, Lul wird doch benutzt. Pauak Bitubu. Ach, gehen wir mal runter. Was wird denn am wenigsten benutzt? Grumpy wird 6000 Mal benutzt, ungefähr. Dann CG wird ganz selten benutzt. RIP wird nicht benutzt. Das Kachi-Emote wird nicht benutzt. Rage wird nicht. Katze nicht, Alter. Kuschlich ist schon gelöscht. Angel, what the fuck. Grin ist eh schon gelöscht. Ja, ich mach das einfach. Können wir uns darauf einigen, dass ich das einfach mach? CG ist nicht lange drin. Aber das wird halt nicht oft benutzt, Max. In welchem Zeitraum denn? Wenn ich will, der Grafiker, den ich habe, der hat nichts zu tun. Das ist wieder so ein ganz exklusives Ding. Wenn ich will, kann ich gleich 20 Emotes bestellen und in einer Woche habe ich die. Ach, der Sohn hat sie nicht setzt für immer. Oha, der Affe, der trinkt mit dem Weihnachtsmannhut. Hallo, wie findest du den Namen Chris Cash? Halt die Klappe, Brett. Capri-Sonne ist weg, wir haben ein neues Emote dafür. Dieter. Das hier. Verstehe auch nicht, wie man sagen kann, dass man das nicht erkennt. Da sieht man doch, was das ist. Okay, der Strohhalm ist ein bisschen dünn, ne? Ich verstehe auch nicht, warum Twitch die Emotes nicht ein bisschen größer macht. Wie hinein? Wir haben ein neues Zip-Emote dafür. Hihi. Nee, Waffen sind nicht verboten, Nate. Ja, Junge, der Grumpy mit der Karotte. Alter, wie geil sieht das denn aus? Wie neu ist die Mode, Mann? Ja, Max, da glaubst du aber auch nur du, dass ich so eine Scheiße mache. Hau ab, Junge. Duftkerze ist auch eine Idee, ne? Das schreibe ich mir auch mal auf. Einfach so ein Affe mit einer Kerze oder so, die da umarmt. Was ist der Max? Affe mit Kerze. Nixon, vielen lieben Dank für 1000 Bits, Bruder. Danke für die Resubs und so. Ihr wisst, Herz. Augen zu und genießen die Mode. Aber Affe mit Zauberhut für Hogwarts ist gut, ne? Oder hat da einer was gegen? Pau-ak-bitubu. Und Dodgy-Mode, ein Affe mit dem Lenkrad, der am Pennen ist oder so? Obwohl, wir haben ja eigentlich Keiko-Schmude, aber das sind ja... Mude ist ja eigentlich für den Chat. Wir brauchen auf jeden Fall einen Dodgy-Mode, so oft wie ich Dodge, Alter. Ne, Redney finde ich nicht. Ich finde den Style von Keiko Schmude auch richtig cool. Ist kein Sleepy-Mode, sondern eher so... Ja, Resident Sleeper halt, ne? Ihr halt. Keiko Schmude seid ihr. Was ist das denn, Juri, Alter? The fuck? Affe mit Torte? Nee. Wenn, dann kann man... Wenn ihr euch wirklich eins wünscht für Mila, weil ihr solche Sims seid, und dann kann man so einen weiblichen Affe nehmen mit, was weiß ich, einen Schmink in der Fresse oder so eine Kacke. Der vielleicht so geschminkt ist wie Mila im RP mit dieser Totenschminke aus Mexiko. Beste Emotes. Die sind aber echt richtig simpel und eigentlich ganz gut, ne? Das sind halt einfach Goofy-Emotes, Mann. Das ist eine richtige Kika-Emote. Ja, ich fühle die auch, Mann. Die sind gut. Bin dafür. Mila, was ist? Geht dein GTA? Hat geupdatet? Was ist mein Handy überhaupt? Ich lasse das jetzt neu installieren. Ach du Scheiße. Bin dann um 2 Uhr morgen früh fertig. Ich weiß gar nicht, was hat das denn für eine Internetleitung, Mila? Ein Toastbrot für OG Toasty.
Ich mache einfach ein paar, wenn mir nur was einfällt. Auf jeden Fall kommt Katze raus und die Arme kommen raus und ich mach Piss. Ja, aber weh, reißt mir den Kopf auf, wenn ich Pisser rausmache, aber ich mach den raus. Und das Kachi-Mode mache ich auch raus. Und ersetzt die einfach und dann zeige ich euch die. Und dann ist gut. Dann kann man nochmal entscheiden, ob man was haben will oder was raus soll. Doch, ich mach Pisser neu. Ich lass mir was Neues einfallen. Wo ist meine Mucke hin? Ja, ich lass den neu machen. Aber der mit dem Tinkepäckchen ist am besten. Der ist viel cooler als der andere Remote, was ich vorher hatte. Übrigens, ich weiß nicht, ob das funktioniert mit Stream und GTA. Ich stream jetzt über die Grafikkarte. Und ihr wisst ja, damals hatte ich Probleme mit der CPU und auf Unity mit Rage und so ein Kack. Ich kann nichts versprechen. Das kann gleich sein, dass wenn ich in eine Permis gehe, dann alles zusammenstürzt hier. Schattenbund hat mich zum Glück nochmal daran erinnert, so einen Benchmark-Test vorher zu machen, wegen den Temperaturen der CPU und so. Da war alles im Rahmen. Aber es kann sein. Ach, kann man die... Ah, stimmt, Alter. Jack Sony. Schön, dass du mich daran erinnerst, weißt du? Ich muss endlich mal ein Skript schreiben. Hallo, Nexus, Schatzi. Erstmal ein bisschen Bankraub machen. Wer von euch hat bei Instagram das Bild gesehen? Von dem Airbrush-Bild von hier, von dem Emote? Was ich abgeben will? Also, was man sich kaufen kann. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Das ist eigentlich nur dafür da, um der Community mal wieder was zu geben, beziehungsweise euch was anzubieten, weil ihr besteht ja immer darauf. 1000 Leute fragen mich auch nach Merchandise und so. Ich werde jetzt die Dexus VIP. Ist der kein VIP? Doch, ist er. Ich werde die Targeted jetzt so einrichten, dass wenn die Leute daran Interesse haben, so ein Bild, ne? Mit Unterschrift und den ganzen Quatsch. Wenn die daran Interesse haben, werde dann eine E-Mail geben wird, bei der man sich melden kann und dann kann man sich so ein Ding holen. Okay? Das wird Schwester Kusch dann übernehmen. Man kann sich da übrigens jedes Emote dann einfach aussuchen. Nur wenn du XOXO drauf schreibst. Ich schreib da alles drauf, Bruder. Ich mach sogar Kursmund mit Lippenstift. Jetzt Sandra, du kannst dir jedes Emote aussuchen. Ganz egal, was du haben willst. Und ich hoffe so sehr, dass nicht 500 Bestellungen oder so kommen. Oder dass 500 Leute das haben wollen, weil dann ist der Typ Burnout. Weil das wird alles handgemacht, ne? Das ist halt wirklich Airbrush und so ein Shit. Das wird wirklich alles per Hand gemacht. Displays mit den Emotes. Max haben wir schon versucht mit Cass. Aber Display nimmt zur Zeit keine neuen Shops an. Ich mache meine eigenen Displays jetzt. Nur ohne Magnet. Ich helfe dir. Ja, DJ wird dann das mit der E-Mail machen. Jay, die schreiben dir dann, ne? Da kannst du aber von ausgehen, dass viele haben wollen. Ja, da müssen wir so, wenn das echt viele sind, was weiß ich nicht, Alter. Ich will den Typen auch nicht überanstrengen. Dann machen wir so eine Warteschlange. Ich kann jetzt nicht zu denen gehen und sagen, Bruder, mach mal 50 Bilder in einer Woche, Alter. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Die Dinger sind auch nicht da, um irgendwie Geld zu verdienen oder so ein Kack, sondern einfach, weil die Leute sich sowas gewünscht haben. Das kann ich auf jeden Fall nicht machen. Der bricht zusammen, Alter. Der macht das so privat für sich, hat auch ein Kleingewerbe, der malt auch Playstation-Dinge an. Also die Cases vom Computer und so, Airbrush, der auch seine Playstation-Controller und so. Der macht alles, Alter. Sogar 3D-Druck und so ein Quatsch. Ist halt richtiger Künstler. Kannst du Tony-Mode machen und für mich draufschreiben, mit Lucky würde ich immer meinen Kuchen teilen? Nein, mach ich nicht. Weil du teilst deinen Kuchen nicht. Aber mindestens das Material und der Typ, der sowas dran verdient, muss schon sein, ja? Ja, ja, klar. Ich kann denen halt nicht nur die Materialkosten geben und dann sagen, jo, gib mal her umsonst. Das geht nicht. Das ist das Materialkosten, die Arbeitszeit plus der Versand, ne? Der kostet ja auch ein bisschen was. Ich glaube, 3 Euro oder so. Ich habe auch noch gar keinen Preis im Kopf. Aber ich schätze mal so,
wenn ich überlege, was ich für das Bild, was ich hier hängen habe, von Notorious B.I.G., was ich bekommen habe zum Geburtstag, boah, ich kann das schwer sagen. Ich schätze mal so mit 50 Euro. Das ist, ich weiß nicht, ob das viel ist, aber es ist halt ein einzigartiges Stück, ne? Die Bilder sind 30x30. Also auch nicht allzu groß. Und Da Vinci bekommt übrigens die Nummer 1 davon. Habe ich dem versprochen, für seine ganze Anstrengung mit YouTube und so. Gibt's davon ein Bild? Bei mir auf Instagram, Dexus. Da gibt's ein Bild. Da habe ich Keko Schmude malen lassen. Also wie mein Schwanz, 30x30. Ja, aber nach innen gewachsen bei dir, Dämmer. Dankeschön, Böhmfe. Aber ich glaube, ich habe da so über... Ja, guck mal, ich habe den Filter voll verkackt, Alter. Ich habe da über Handy hochgeladen und irgendeinen Drecksfilter drauf gemacht. Sieht voll kacke aus. Wo ist denn das Bild im Discord? Das sah besser aus. Anstrengung auf YouTube, der verdient damit Geld. Ja, aber der verdient keine Unsummen damit. Der macht es trotzdem. 50 Euro kann man nicht meckern, steckt doch viel Arbeit drin. Ja, ich will nicht nur, dass jemand das Gefühl hat, dass der sagt, nee, 50 Euro ist viel zu viel und so. Interessiert mich nicht, dann hol dir das nicht. Das ist handgemacht, die ganze Kacke. Wo ist denn das Bild im Discord, Mann? Boah, das war besser. Boah, das finde ich doch jetzt eh nicht. Egal, ich mache nochmal ein neues Bild. Ich lade auf Instagram nochmal neu hoch. Wie war dein Urlaub? War ja gezwungener Urlaub. War scheiße, weil ich nichts zu tun hatte. Und ich habe euch vermisst und ich habe Zocken vermisst. Vor allem Zocken und Stream. Dankeschön, Max. Da sieht man das besser. Naja, auch nicht so. Kamera ist echt heftig ekelhaft. Vapitubo. Du hast genervt, Demba. Grüß dich, ja Salame. Mach Klopapier-Merch, wirst du reich in der heutigen Zeit. Ich will gar nicht reich werden. Kauf dir mal eine neue Cam für 10k wie Monte, ja. Was sagst du jetzt zu Cyberpunk? Kann ich nichts zu sagen, hab ich nicht gespielt. Und kann ich auf der Krücke, mit der ich jetzt hier streame, und spielen. Werde ich mir wahrscheinlich trotzdem angucken. Auch im Stream, oder? Was sagt ihr, Chat? Lohnt sich das? Oder sagt er, nee, lohnt sich nicht? Was geht, Fauli? Hallo, Matt Kirby. Soll ja schon ein paar Probleme machen, ne? Lohnt sich? Ja, dann gucken wir uns das an. 5 Stunden für Intro. Apropos Intro, ne, Dexos? Aber ich habe mit deinem Typen gestern geschrieben. Ich lasse momentan noch ein neues Dings machen. Ein Szeneübergang. Mit der Krücke, ja, ich bin mit dem alten Computer unterwegs gerade. Je, Urlaub, ich bin am ersten Tag vom Urlaub trotz Ausgangsbeschränkung 3x in Hunde-AA getreten, aber da bringt Glück, Obelix. Bin gespannt, was der zaubert. Was wer zaubert? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Mr. Matt Kirby, vielen lieben Dank für den Prime dritten. Ach so, was, ja, das sieht aber gut aus. Das ist was ganz Schlichtes, was ganz Minimalistisches, was ich mir gewünscht habe. Nichts großartig Fancyes. Ja, Schattenbund. Das Ding bei mir ist halt mit Singleplayer-Spielen so, ich hoffe, dass mich das catcht, weil ich bin sehr schnell gelangweilt. Und wenn mir das keinen Spaß macht, zeug ich die Story dann nicht zu Ende. Aber das wird schon. Irgendwie wird das schon. Haben die eigentlich gesagt, was am Computer kaputt ist? Ja, das Mainboard ist wieder kaputt. Hat man die Möglichkeit, den Wallpaper mit Unterschrift von dir zu bekommen? Inwiefern, so als Bild nur, so ausgedruckt? Ich bin eigentlich kein Fan davon, da muss ich ganz ehrlich zugeben. Irgendwelche Sachen zu unterschreiben, so. Oder Autogramme in Anführungszeichen rauszugeben. Weil ich das total bescheuert finde. Als wäre ich irgendwie irgendwas. Also nicht die Soundkarte, nein, Mann. Mainboard wieder, Mainboard. Wie immer. Rein in die Olga, dankeschön für den Prime im 22. Und Fabi, danke für den Prime auch im 22. Und Tronix, danke für den Resub im 32. Hallo, und Shody, danke für den Resub im 23. Ja, die Klappe, Cody.
Ja, Teddy, können wir mal drüber reden. Meint dein Wallpaper, was du gerade im Stream mit hast. Ja, und ich habe dich gefragt, so als einfach zum Ausdrucken im Bild und dann unterschreiben? Oder was meinst du jetzt? Halt die Klappe, Lucky. Schnell gelangweilt, aber das langweiligste Spiel aller Zeiten, WoW-Zocken. Essbärle, Geschmäcker sind unterschiedlich, ne? Für mich ist WoW nicht langweilig. Gewesen. Mittlerweile schon. Hallo, Simon. Macht auch handsignierte Autogrammkarten. Ja, die gebe ich dann immer zu ein paar Socken mit dazu, wenn ihr Socken bei mir im Merch-Shop kauft. Aber Merch habe ich bei meinem Grafiker auch mal angeschnitten. Der hat gesagt, das ist kein Problem, irgendwelche Grafiken oder Emotes auch als Vektor zu schicken, dass man die draufklatschen muss. Aber ich habe keine Ahnung davon, ob es irgendwo einen Shop gibt, der gute Qualität an Klamotten hat. Ich glaube auch nicht, dass die irgendwelche Samples rausschicken, dass man das mal angucken kann. Das wird ein bisschen schwierig. Oder wollt ihr so hässliche Tassen kaufen, aus welchem Grund auch immer, die nach einmal trinken kaputt gehen? Nur weil da ein Affenlogo drauf ist. Was für eine bescheuerte Scheiße, Alter. Sample gibt's schon. Ja, ich kenne mich da nicht aus, Max. Da müsste ich mich mal erkundigen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal das mit den Bildern. Weil das ist was Persönliches. Ist handgemacht. Ich schreibe da sogar was drauf. Und das sieht fresh aus, Mann. Nur wenn 800 Milliliter reinpassen. Ja, du bist ja ein Kaffeesüchtiger. Ich sehe das immer bei Twitter. Ja, aber bitte selber bemalt die Tasse ja mit meinem Schwanz. Das ist so ein ganz kleiner Strich. Papa Platte, sein T-Shirt war 10 von 10 von Quali. Worüber verkauft er die denn, Max? Außer Fruit of the Loom oder sowas? Ja, siehst du, der hat seinen eigenen Shop. Der hat auch wahrscheinlich seinen eigenen Dings, wo der die Klamotten herkriegt. Die T-Shirts oder Hoodies oder whatever. Weißt du, was ich meine? Wenn ein Hoodie mit dem Affen drauf ohne Rahmen, würde ich schon fühlen. Es geht nicht um das Motiv, Schattenbund. Es geht um die Qualität der Klamotten. Ich würde niemals irgendwelche Sachen rausgeben. Keine Ahnung, Person X holt sich ein T-Shirt. Das Logo ist zwar gut oder das Design ist zwar gut. Der Schnitt von dem Shirt ist auch gut. Und du haust das einmal in die Waschmaschine. Und dann ist das weg. Weil der Stoff sich einfach auflöst. Oder das läuft ein, dass du das Actionman-Figur anziehen kannst oder so ein Scheiß. Habt ihr das noch nie gehabt? Dass ihr so billiges Material habt von irgendwelchen Stoffen und so, Alter? Absolut hässlich, Mann. Das muss auch nach 40 Mal waschen noch wie neu aussehen. So muss das sein, genau. Ali aus Duisburg macht T-Shirts im Hinterhof. Walla, wie Gucci. Er schreibt dir sogar Gucci da drauf, aber mit einem C und Y am Ende. Ich will keine Klamotten, aber ein Kaffeebecher wäre schon nice. Ich halte da überhaupt gar nichts von. Kaffeebecher und so ein Quatsch. Ich halte nicht mal von Merch irgendwas, außer das sind coole Sachen. Fruit of the Loom, woher kommst du? Aus den 80ern? Ja, aus den 90ern. Ich würde das gar nicht anziehen, würde mir einen riesen Bilderrahmen kaufen, an der Wand hängen. Das könnte man auch machen, ne? Dann könnte man wieder auf die Qualität scheißen, Alter. Boah, aber das ist so aufwendig, Alter. Was willst du denn dafür auch zahlen, Mann? Diese verkackten Bilderrahmen kosten das schon was. Selbst wenn du die bei Ikea oder so ein Shit holst, Mann. Hallo, Big Daddy, was geht? Machen wir erstmal das mit den Bildern. Okay? Und dann gucken wir weiter. Ich habe ja so viel geplant. Ich mache das ja hier richtig zu einer Cash-Cow jetzt. Den Stream. Da gibt es ja bald Raid Shadow Legends Placement alles, Junge. Alles. Badewasser wird verkauft, alles. Seife. Alles. Sollen die Leute den Bilderrahmen zusenden zur Not? Den Rest machst du. Aber stell dir mal vor, 100 Leute wollen so ein Ding haben und schicken dir 100 Bilderrahmen zu. Weißt du, was das für eine Arbeit ist, Bruder? Und dann der Versand noch dazu und all so eine Scheiße. Bald lebst du wie ich mit Pool, ich gönn dir. Ja, Bruder, ich mach bald auch eigenen YouTube-Kanal, dann bist du raus aus dem Schneider. Dann entziehe ich dir die Rechte. Dann hole ich mir so einen Cutter. Irgendwo aus dem Teamspeak oder so. Und Onlyfans mache ich auch. Für 10er die Stunde mache ich das mit dem Bilderrahmen.
Das Ding ist aber, du kriegst nicht mal einen Bilderrahmen am Tag hin, Bumfer, weil du besoffen bist. Onlyfans mit Rückenhaare. Geil. Wir machen das erst mit den Bildern. Emotes und das mit den Bildern. Und ich hoffe, dass ihr Schwester Kusch nicht überfordert dann. Und den Typen, der die malt. Weil dann muss ich das echt reduzieren. Mit Warteschlange. Noch RP? Nee, ich zock da schon lange kein RP mehr. Ich mach doch Minecraft jetzt. Auf Goma HD. Ich bin der Platinum-User. Ich hab mir Rang gekauft für 1500 Euro. Ich hab jetzt Dia-Schwert, Alter. Stufe 5. Jeder Creeper rennt weg von mir. Alle haben Angst. Ich hab Ritterburg gebaut mit Beatty. Und ich spiele immer mit dem Felix, aber der ist 7 erst. Deshalb darf ich das nicht streamen. Aber der kennt sich voll gut aus in Minecraft. Ja, das sagst du jetzt. Jay, du kennst dich damit nicht aus. Trust me. Die sind verrückt hier. Das wäre auch geil. So eine Minecraft-Komutini-Server. V8-Bitum. Hast du mal überlegt, vielleicht ein XXL-Mauspad? Nein. Nein. Bin ich auch kein Fan von. Ich würde nur das hier raus. Ich würde nur Sachen hier rausgeben, die ich auch selbst kaufen würde. Bin ich ganz ehrlich. Ob du heute noch RP streamst? Ja, na klar, Bruder. Ich kann nichts anderes außer RP. Wenn ich hier keine RP spiele, gucken hier 5 Leute zu. Ich bin am Arsch. XXL Mauspads auch schwierig. Ist auch schwierig. Geh nix. Onkel Rakus, danke für den Prime 4. Und Raptix. Für den Resub im 13. Alpino für den Resub im 19. Dennis für den Prime im 13. Und Sky, danke für den Prime Sub. Und herzlich willkommen. Jetzt wird der Summoner's War Streamer. Ey, das Spiel ist geil, Alter. I like that. Bezüglich Merch für Klamotten könntest du gegebenenfalls bei Global Tactics nachschauen. Die produzieren gute Qualität in fernen Europa. Bedrucken die das auch? Und stellen ihnen einen Shop zur Verfügung, worüber man das alles verschicken kann. Oder muss ich eigene GmbH gründen? Terox, danke für den Resum 2. Und Son Brandy, danke für den Prime 17. Wo warst du, mein Kleiner? Hoffe, alles gut bei dir. Ja, natürlich. Ich war im Zwangsurlaub. Emote-Fliesentisch. Boah, ich hoffe, dass das gleich funktioniert mit GTA, ne? Ich ahne fürchterliches. Einfach GmbH gründen, hast ja genug Arbeitslose um dich rum. Schreib schon mal eine Bewerbung, Bumfer. Hecke Zock, danke für den Resub im 4. Hallo No Name, guten Abend. Und hallo Tido. Tschüss, Dalai Lama. Tschüss. Ola, was geht? Warum hast du so lange nicht mehr gestreamt? Weil der Computer wieder kaputt gegangen ist. Mit dem ich eigentlich streame. Beziehungsweise dann Motherboard schon zum zweiten Mal. Ultras, vielen lieben Dank für den Resub im 42. Monat, Stufe 2 sogar. Du kannst jetzt Keikush Test benutzen. Und Goda hat, danke für den Prime 16, du alten RP-Labor. Wir ja, machen eine GmbH, wir machen Systeme, wir merken das richtig bis zu den letzten Tropfen. Ja, klar, voll. Let's go. Ihr seid nicht mal Text, ihr seid Geldgeber. Was habe ich damals in dem Track gesagt mit Stay? Schiss im Netz. Ach, ich weiß nicht mehr. Irgendwas habe ich da mal gesagt. Irgendwas, was darauf gepasst hätte. Aber jetzt gibt's noch Cloud Gaming. Mit dem alten Sony Notebook. Ne, ich habe den alten PC wieder zusammengebastelt und mir die Teile wieder zurückgeholt. Du willst unser Geld, hast du gesagt, ja? Ein Kreis, der ja irgendwas mit Geld gibt. Ich habe irgendwie gesagt, solange man irgendwie cool mit den Leuten ist, die einen zugucken und rumfaked, solange die Geld geben, irgendwer sowas. Da bin ich gar kein Fan von. Goldscorp, danke für den Resub im 40.
bald wieder DMCA-Musik abspielen. Warum? Wurde das geändert, Max? Lüg nicht. Eh nicht, Junge. Oh, ich habe so viele neue Lieder, ne, die ich leider nicht zeigen kann. Was ich feiern würde, Handyhülle mit deinem Logo drauf, weil ich bin auf der Suche nach einer guten Handyhülle. Die wäre vielleicht gut wegen dem Logo, aber von der Qualität wahrscheinlich nicht, Teddy. OBS-Update, war das schon für Tonspur? Bild gibt separate Tonspur, aber du kriegst doch, du kannst doch auch einen Live-Strike bekommen, oder nicht? Hä, es gibt doch so komische Systeme, man, die da draus filtern. Du meinst, dass die Musik nicht mit ins VOD übernommen wird, ne? Hallo Franzi, du Ärgerin. Ja, aber was bringt eine andere Tonspur, wenn es Live-Strikes gibt? Das bringt ja gar nichts. Ich meine, ich bin zufrieden mit der Lo-Fi-Playlist. Der hat doch nur andere, warte mal. Ich habe vorhin rausgesucht. Der hat doch so eine Christmas-Dings, Alter. Hören wir uns das einfach mal an. Bin keine Ärgerin, doch bist du wohl. Ne, live gibt es nicht. Einfach VOD aus und zurzeit können die dann gar nichts. Aber ich will kein VOD ausmachen. Es gibt so viele Leute, die nicht live zuschauen können. Die möchten gerne das VOD gucken. Was ist das denn für eine Kacke, Alter? Ich weiß, ich sag, dass es Live-Strikes gibt, aber es kann auch sein, dass ich unwissend bin und keine Ahnung davon habe. Ich vermute es, dass es die gibt. V-Akt-Bitubo. Das sind Bots, die nach IDs-ET zu suchen und dann nicht automatisch flängen. Die suchen auf allen Public-Servern. Das ist ja auch dieses Fiese. Man kann alles löschen und trotzdem ist alles weiter auf Public-Servern gespeichert. Es sind ja sogar die VODs gespeichert, obwohl man die löscht, ne? Hab ich mir sagen lassen. Die kann man trotzdem nur aufrufen. Auch wenn die so nicht mehr aufgelistet sind. Boah, ne, das ist mir zu winterlich, Alter. Die haben sogar eine Hip-Hop-Playlist, lass mal rein. Wird auch bald geändert, ich hoffe. Ich meine, ich habe eh keine Probleme mehr. Ich benutze Musik, die man benutzen darf. Und durch Papa's Day habe ich halt gute Playlisten gefunden, die man benutzen darf, die ihr auch benutzt. Und ich bin damit zufrieden. Aber so der Drang, wieder richtige Mucke abzuspielen, ist schon da, muss ich ganz ehrlich zugeben. Vor allem, weil ich die beste Musik habe auf Twitch. Ist einfach so. Eierliegestell, was zum... Achso. Avon, Digga, Avon. Prinz Pi, dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Skyrox, danke für den Prime 5. Mahlzeit. Good to have you back. Ich weiß nur nicht, wie lange, Bruder. Kann sein, dass die gleich alles anfängt zu qualmen. Und S-Berle, dankeschön an den Gift-Sub, an die Franzi, die Ärgerin. Das ist bestimmt deine Freundin, ne? Und Ice Cube, vielen lieben Dank für 10 Gifted-Subs, Bruder. Dankeschön. Okay, so. Real Dunker, danke für den Prime 12. Und Green Rusak, The Vibliert, danke für den Prime 36. Mir ist das mit der Musik als Zuschauer eh Wumpe. Bin ja nicht dafür hier. Aber mir als Streamer ist das sehr wichtig, dass ich mein zartes Stimmchen mit der passenden Melodie hinterlegen kann. Für ein angenehmes Klima. You know? Ich höre ja selber gerne Musik. 80% meiner Computerzeit habe ich Musik am Laufen und suche neue Lieder und so. Nee, ich hab gar keine Mods installiert, Max. Kein Redux, kein Genix. Heute clean install GTA. Mit meiner Config. Den Scheiß tue ich mir nicht an mit dem i7, Alter, hau ab. Mir wieder da den Kopf zu zerbrechen, weil der irgendwie rumleckt oder so. Ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass das nicht funktionieren wird, alles. Ah, ja, aber ich stream noch dazu, ne? Matze, danke schön für den Resub und 22. Ihr seid Teil eines Kreises, der Geld gibt. Genau, das habe ich gesagt. Aber damit meine ich nicht euch, Matze. Brauchst du noch was? Liebe, ganz viel Liebe. Meine Schwester war sauer, weil ich dir nichts zum Nikolaus geschenkt habe. Die hat mir da 3 Tage lang vorgehalten. Ich bin schlechter Bruder. V-Akt-Bitubu. Hast du denn etwas von ihr bekommen? Ja, habe ich. Schande über mich. Aber nicht zu Nikolaus, paar Wochen davor, aber schon für Nikolaus. Die hat mir so
einen Curtis Kusch Schriftzug aus Holz machen lassen mit LEDs, mit so Hintergrundbeleuchtung. Mit LEDs. So zum Aufhängen. Ja, ich bin Schwein. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist so Stereotype-mäßig, ne? Ich bin ein Typ, ich denke an sowas nicht. Ich denke nicht mal an Weihnachtsgeschenke und so einen Kack, wirklich nicht. Keine Ahnung warum. Ich denke einfach an sowas nicht. Ich bin scheiße. Ich kann mir auch keine Geburtstage und so einen Kack merken. Mir ist ja doch egal, ob Ostern ist oder so ein Shit. Pau-ak-bitubu. Gamble, dankeschön für den Resub im 7. Wie jetzt? Wir bekommen nichts zu Weihnachten? Doch, Oma. Wir machen ein Weihnachtsstreamchen. Körper, ich habe eine kleine Käsekuchen gebacken. Kommst du morgen vorbei? Ja, aber du teilst eh nicht. Hättest du deine Spotify-Playlisten eigentlich trotzdem nur aktuell? Nee, Ice Cube. Aber ich speichere die so ab und füge die dann irgendwann hinzu. Weil momentan höre ich nur über YouTube und so einen Quatsch. Ich habe da so Lesezeichen. Naja, du hattest ja jetzt 2 Wochen Zeit zum Geschenke kaufen. Ja, aber nicht rausgehen und Geschenke kaufen. Das macht man nämlich jetzt online. Damit der Scheiß hier mal aufhört, Alter. Schon wieder permanenten Lockdown und so. Nur weil das... Ach, egal. Lass nicht drüber reden. Ich habe da jetzt so wenig Ahnung von, dass ich darüber quatschen kann. Aber es ist halt dumm, wie es ist, ne? Kannst kein Silvester feiern. Nix kennst du. Tunnel, danke für den Prime im 3. Ich dich auch. Würdest du meine Sister, hättest du 5-Sterne-Minuten XXL-Nikolaus-Mann bekommen? Ich darf hier nicht in die Küche und kochen, damit alles anfängt zu brennen. Doch, die nehme ich morgen zur Arbeit mit. Lüg nicht, Lucky. Moondice 7 ist jetzt live Survival, Andy. Vor 26 Sekunden. Hallo, Daniel. Du sitzt an Silvester eh am PC und knallst die Inis. Also was redest du? Ich spiele gar kein WoW, Junge. Ich habe nicht mal das neue Addon angefangen. Was quatschst du hier, Riemchen? So, erstmal alle Bugs von Rockstar fixen. Sonne, Boomer! Gerd, vielen lieben Dank für den Resub im 11. Sogar Stufe 3. Dankeschön. Apropos Stufe 3, ne? Nö, dann nö. Ich mache einfach welche rein. Ich überlege mir was. Obwohl ich hätte... Doch, ich mach das. EMF Stufe 3. Hau rein, Nate. Viel Spaß. Shadowlands ist insane. Ich habe aber keine Zeit dafür. Ich habe kein Privatleben mehr. Wegen euch. Alles, was ich zocke, muss ich zeigen. Jetzt kriege ich wieder Ärger. Ich habe keine Ahnung, was ich Silvester mache. Ich denke mal ein Chilling hier. Ich habe nur eine gute Flasche Hibiki, die wird am Weihnachten ausgepackt. Nö, ich habe gestern nicht installiert. Ich glaube auch irgendwie, dass so die Energie bei Phasmo raus ist. Also die letzten Male, wo wir das gespielt haben, hat mich das gar nicht mehr so gecatcht und wird doch immer weniger gruseliger, je öfter man das spielt. Müssen wir nochmal gucken, aber habe ich nicht vorinstalliert. Wie war es mit Schlittschuhfahren? Nee, ich habe Angst, dass mir die Zähne kaputt gehen, wenn ich Hinfallbomber. Letzter Stream vor 14 Tagen, keine Zeit wegen uns. Ja, aber der letzte Stream war vor 14 Tagen, weil ich keinen Computer hatte, mit dem ich streamen kann, Bruder. Hab gehört, Saufparty im Terz an Silvester. Ich hab auch schon mit Dexos gequatscht, der weiß auch Silvester nicht, was er machen soll. Ich hab den einfach dazu geraten, dass wir wieder so eine legendäre Teamspeak-Nacht machen. Weil dieses Jahr gibt's ja bestimmt richtig viele, die nicht feiern gehen können, weil der verboten ist. Bis zu einem gewissen Grad. Und da können wir einfach mal so gucken, was abgeht im Internet. Wir sind eh alles Creeps und Sims und whatever. Und Menschen aus dem Internet. Also können wir zusammen abhängen. Aber nur ab 18 plus. Das wird vorher gecheckt wie auf Unity. Du musst Ausweis schicken. Hoffentlich kommt der Imbau wieder. Dann können wir hören, wie der mit dem Kopf auf den Schreibtisch fällt und einpennt. Bist du auf eine Schwein. Bin 15, darf ich trotzdem kommen? Nein, Cody. Was ist denn mit dem Community-TS-Server? Den kriegen wir bis dahin eingerichtet. Ich hatte sogar die Teamspeak-Seite gestern auf und wollte mich da als Partner bewerben. Aber dann hatte ich irgendwie doch keinen Bock.
Die haben wenig Bilder und viel Text. Ich mag sowas nicht. Partner ist easy da. Ja, aber ich habe keinen Bock, da zu schreiben. Weil du sollst ja dann auch erklären, warum ausgerechnet die dich verpartnern sollen und so. Eine E-Mail reicht. Wo denn? Wo denn, Juri? Bei diesem Partnerprogramm auf deren Seite oder nur eine E-Mail? Nur eine E-Mail von denen, so direkt, straight. Dasselbe wie jedes Silvester mit 5 Leuten im Esszimmer, hocken und fragwürdige Brettspiele spielen, aber ist doch chillig, Oma, klingt doch gut. Würde ich mehr feiern, als wieder auf irgendeinem Rave zu gehen und mir selber in die Schuhe zu kotzen, Alter, und in irgendeinem Zelt zu pennen, was ich nicht kenne. Die Zeiten sind vorbei. Wir werden alle alt. Dankeschön, Juri. Das ist nett von dir. Eigentlich will ich die Partnerschaft nur wegen dem Badge im Teamspeak, weil ich die sammle. Aber pssst. Und natürlich wegen dem Server dann für die Community. Zum Glück trinke ich nicht. Besser ist es. Ich habe vorgestern getrunken. War ein bisschen zu viel Stress in meinem Kopf. Aber war eine doofe Aktion. Sollte man noch nicht tun. Sag doch was. Kann dir einen Code geben? Hab noch 6. Ja, aber nicht für den Partner-Dings, oder? Dass du so gesponsert von TS bist. Oder gepartnert. Hä? Den kriegst du dann nicht nur... Du hast 15 Stück bekommen? Juri, mein Freund! Kommst du mal her in meine Arme? Wenn du was machen könntest, ist Amazon Watch Partys noch am Silvester. Könnte ich machen, mache ich aber nicht, weil ich will Silvester wenigstens ein kleines bisschen eskalieren. Und dieses kleine bisschen ist für irgendwelche Streams nichts. Ich hätte gerne einen Code zu TeamSpeak 5 Beta. Boah, da muss ich in den E-Mails gucken. Da habe ich auch welche bekommen. Ich habe das getestet, 5 Minuten. Sieht aus wie Discord. Nein, einfach Dings. Wann war das nochmal? Ich glaube, das war zu alt in der Zeit, wo ich so übelst krank war an Silvester. Wo ich zu Hause geblieben bin. Da saß man auch mit ein paar Mann im TeamSpeak. Mit ein paar Mann. Ich weiß nicht mehr, wie viele das waren. 20 oder so. Dann haben wir uns auf Twitch irgendwelche Partys angeguckt. Und dann ging richtig was ab. Das war lustig. Kleines bisschen. Ja, das war schon ein bisschen zu viel. Aber das möchte ich hier nicht erzählen. Oh, warte, ich glaube, ich habe eine Oh mein Gott. Achso, die E-Mail hast du mir gegeben. Nee, das teste ich jetzt. Boah, Juri, wenn das stimmt, ne? Wenn das funktioniert. Naja, ungültig, sagt der. Lügen, Juri. Geht nicht. Ich sag doch, du musst verpartnert mit denen sein. Was ist das denn für eine Mucke, Alter? Ruhe. Super Bowl ist auch jedes Jahr wild bei uns, ja. Und diesmal kann sogar Holik wieder dabei sein. Junge Hobbit. Boah, würde ich auch fühlen, ne? Herr der Ringe, alle Teile gucken mal an einem Tag. Hallo Chip, was geht? Haben wir schon? Echt? Ja, danke fürs Bescheid sagen, aber würde ich eh nicht machen. Wäre mir viel zu viel rumgesitzen. Hobbit war aber boring, du hast keine Ahnung, Junge. Hobbit Beste und Herr der Ringe. Wir haben gesagt, ich weiß nicht mehr. René, danke schön für den Prime im 7. und Bucky, danke für den Resub im 6. Und Quantic, danke schön für den Resub im 33. 3-3. Und ich hoffe, die Frau Rosa Berlin, danke schön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Und JB, danke für den Resub im 4. Ist einfach eine Liebe, nur Homo. Und Chaos, danke für den Prime 31. Und Gerd Hartmann, ne? Ey! Ich hab voll die Idee, wir gehen in die Pommes. Ich will das jetzt testen. Was machen wir, wenn das nicht funktioniert mit GTA, Mann? Puh. Dann habe ich wenigstens Bescheid gesagt. Nein, nix Reaction Streams. Hab viel zu viel Angst, dass da Musik abgespielt wird. Dann wisst ihr aber auf jeden Fall wenigstens Bescheid, was momentan bei mir Sache ist. Und ich hoffe, am Freitag kommt der Computer. Das dauert auch wieder 5 Tage, bis ich den alles konfiguriert habe. Nein, eigentlich nicht.
Shadowlands. Ich habe nichts installiert aus der GTA. Ich sag jetzt schon mal, ne? Ja, sollte funktionieren. Kann aber sein, dass das bisschen, dass das an ein paar Stellen leckt oder so ein Scheiß. Aber sehen wir jetzt gleich. Aventador, danke für den Prime im 10. Und Screwholic, danke für den Resub im 31. Und Piep, danke für den Prime 7. Mit einem Koffer voller Geld möchte ich mit dir um die Welt. Wir bauen uns eine neue Zukunft auf. What? Falscher Stream, Bruder? Boah, Moment, ich muss kurz da testen. Der Juri hat mir 15 Codes geschickt. Das ist wichtig. Ungültig. 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 Alles ungültig, ja. Ach so, das, oh mein Gott, echt jetzt? Du hast ja BOD reingezogen und das abgeschrieben? Beim Juri gibt's die besten Codes, ja, der arbeitet doch für Kinguin. Dankeschön. Rage MP. Oh, bitte, bitte funktionier, bitte. Bitte nix kaputt, bitte. Das ist ein Planet Key. So, testen wir mal. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wer heute LP spielt, Alter. Also Mila ist nicht da, die muss neu installieren. Ich glaube, Lucky ist da. Ach, warte mal, Juri, was machst du überhaupt mit meinem Stream? Gib mir eine Permis, Mann, wir müssen reden. PC kaputt? Ja, ja, der neue ist kaputt. Ich bin jetzt mit dem alten unterwegs. Der neue sollte aber Freitag kommen, wenn nicht, nächste Woche Montag. Ich hoffe, Freitag. Hallo, ich bin auch da, ja, aber du bist im Chat, Max. Man darf nicht im Stream abhängen und im MP sein. Ich hoffe, dass Juri wenigstens da ist. Ich will meine Villa haben. Aber wir kriegen die eh nicht. Ah, bin ne Permis. Aber sieht schon gut aus. Moment. Wie ging das hier nochmal? Erstmal die Mucke aus.